Naumann, welche Rolle spielt bislang der Patient im politischen Rahmen und in der Leistungskette? Ja, also der Patient sollte ja nun im Gesundheitssystem schon noch im Mittelpunkt stehen. Und ich glaube auch, dass er das in der normalen Versorgung, in einer Arztpraxis, in einem Krankenhaus auch tut. Wir haben ja ein gutes Gesundheitssystem auch in Meinung der Leute. Das sehen Sie ja daran, dass alle Menschen, wenn sie in Urlaub fahren, eine Versicherung abschließen, dass, wenn sie krank werden, bloß nach Deutschland zurückkommen. Also wenn das Gesundheitssystem so schlecht wäre, wie es manche machen, dann würde man ja nicht so eine Versicherung abschließen. Also ich glaube schon, aber wenn ich mir die Interessensvertreter in der Gesundheitsszene anschaue, da sieht natürlich nur jeder seinen kleinen Bereich, möchte möglichst viel dafür haben. Und da fehlt natürlich schon der Gedanke der Gemeinnützigkeit oder auch des Allgemeinwohls. Sollte mehr Gewicht auf den Patienten gelegt werden? Ich glaube, dass wir ein Gesundheitssystem brauchen, wo wir auch der Ökonomisierung Grenzen setzen. Ein kranker Mensch ist auch ein hilfesuchender Mensch. Und ich glaube, dass wir deswegen auch nicht von Kunden im Gesundheitssystem reden sollten, sondern sollten nach wie vor auch von Patienten sprechen, sollten von kranken Menschen sprechen, sollten von hilfebedürftigen Menschen sprechen, weil das sehr deutlich macht, dass der kranke Mensch eigentlich nicht nur aus Teilen besteht, sondern dass er auch ganzheitlich gesehen werden muss. Das würde ich mir sehr wünschen. Und dass das Gesundheitssystem eben auf der einen Seite klar auch effektiv arbeiten muss, aber auch eine gewisse Ethik, eine gewisse Menschlichkeit, ein gewisses Menschenbild auch dazugehört. Wie lässt sich diese Position stärken? Ich glaube, indem wir eben auch sagen, der Gesundheitsbereich ist nicht ein Markt. Wir Politiker, finde ich, müssen darauf achten, dass auch wirklich der Patient im Mittelpunkt steht und nicht im Weg steht. Müssen, finde ich, auch natürlich sehen, dass neben Hightech und klasse Medizin auch der Mensch im Gesundheitssystem eine Riesenrolle spielt. Und zwar nicht nur die Ärzte und Ärztinnen, sondern auch die Pflegerinnen und Pfleger, die auch, finde ich, an solchen Gesundheitssystem doch einen großen menschlichen Komponente geben. Und meinen Job verstehe ich zurzeit auch so, dass ich, wie jetzt zurzeit akut die Lage ist, auch ein bisschen dafür da bin, dass im Gesundheitssystem die Pflege einen etwas höheren Stellenwert bekommt, wie das in den letzten Jahren so war. Welchen Effekt kann dies aus Sicht der politischen Rahmengeber haben? Ja gut, dass wir natürlich unser Gesundheitssystem weiterentwickeln. Ich möchte so gerne, dass wir natürlich auf der einen Seite ein modernes Gesundheitssystem sind, wo wir optimale Technik einsetzen, beste Medikamente einsetzen, wo wir gut ausgebildete Menschen haben, aber wo wir auch immer wissen, es geht um einen Bereich, der zu einer menschlichen Gesellschaft einfach ganz wichtig ist, die Sorge um die kranken Menschen. Und das darf auch nicht einfach so als Kostenfaktor abgetan werden, sondern ich finde, das gehört einfach zu einer Ethik in einer Gesellschaft dazu. In welcher Rolle sehen Sie hier bei die Versicherer? Ich finde, die Krankenkassen sind dafür da, dass sie auf der einen Seite dafür sorgen, dass ihre Versicherten medizinisch gut versorgt werden. Deswegen müssen sie sich, finde ich, sehr um die Struktur der Krankenhäuser, der Arztpraxen kümmern, dass auch zum Beispiel auf dem Land eine medizinische Versorgung stattfindet. Andererseits erwarte ich von Krankenkassen auch, dass sie mit dem Geld, was die Versicherer einzahlen, sparsam umgehen, wirtschaftlich umgehen. Das heißt nicht am verkehrten End sparen. Aber da, wo überbezahlt wird, da, wo überversorgt wird, finde ich, haben auch Krankenkassen die Verpflichtung, den Daumen drauf zu halten. Vielen Dank.